Jetzt sind die wenigstens alle hier weg. Sind nämlich alle gekommen. Die Schweinebacken. Ah, da unten sind, glaube ich, noch welche. Ja, ich habe sie gehört. Liegt hier noch was? Nein. Eine Flasche, aber. Ist das nur der eine? Ne, da hinten ist noch einer. Zwei Schuss habe ich. Okay, der ist weit weg. Wow! Ich hab den mal direkt mit übel mit einem Schuss kaputt gekriegt. Aber leider kann ich den Pfeil nicht mehr aufheben. Also das ist auch irgendwie so ein bisschen random. Mal kann man die Pfeile wieder aufheben, mal nicht. Oh shit. Ah komm, den machen wir jetzt so kaputt. Alter. Alter. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Renn, Junge. Ich hab's gleich. Ah, komm, müssen wir die nehmen. Ne, doch nicht. Boah, die bewegen sich aber auch, ne? Mein Gott. Verdammt. Übel, ey. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Richtig krass, wie die sich bewegen, dass ich die nicht treffen kann. Also wir müssen jetzt gleich doch ein bisschen wieder im Stealth-Mode. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Umgehen. Denn das mit dem Schießen, das ist noch nicht so meins hier. Und jetzt habe ich immer weniger Muni. Da, ich kann einen Pfeil aufheben. Cool. Den ich daneben gesammelt habe. Ja, das sah so aus, als wenn er. Wo, wo, wo. Ah, die können wir jetzt boxen. Zack. Was geht? Du wolltest mich doch nicht einfach anpacken hier, oder? Oh Mann! So. Den schießen wir jetzt noch nicht an. Und wie gesagt, ich muss ein bisschen Munition sparen. Und hier kommen jetzt nämlich einige Viecher. Und von ihnen sind auch wieder überall Klicker. Und da die immer so krass wild sind. Sind die wilden Kerle. Komm her, ich box dich. Oh Mann. Lass mich den noch boxen. Schau doch mal her. Zack, Junge. So, haben wir das? Mein Rohr ist kaputt. Ich habe ein kaputtes Rohr. Da haben wir HP. Ja, und so schnell kann sich das Blatt dann wenden mit der Munition. Ob man vorher zu viel hatte, hat man dann auf einmal gar nichts mehr. Ich meine, gut, wenn man halbwegs gut schießen kann, nicht so wie ich, dann hat man auch wesentlich mehr Munition, weil ich verballer ja doch schon einiges, wo ich daneben schieße. Da komme ich nicht rein. Aber gut, egal. Wir werden es auf jeden Fall durchzocken. Und das kriegen wir hin. Ich will hoffen, ich kriege das mal bald, oder wenn ich ein bisschen Übung habe, wieder richtig auf die Kette mit dem Schießen. Aber da fand ich jetzt auch schon wieder geil, wie schnell ist der scheiß Klicker denn von da unten hier hochgekommen und in das Haus reingegangen, nur weil ich den einen verprügelt habe. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar... Boah, Ellie, halt's Maul, du kriegst keine Waffe. So, hier sind nur Flaschen. Ob du Stuhl. Ist der eine Dude jetzt immer noch hier? Ja. Den boxen wir jetzt von hinten.
Stealth Mode. Zack. Erstmal ein bisschen Brei unter die Schuhe geprügelt. Getreten. So. Jetzt gehen wir mal hier in die Garage. Da haben wir dann nochmal ein paar Teile. Was schreist du denn so? Hä? Geht. Oh, wieder ein Kicker. Ich hab Schiss vor den Klicker. Warm, Alter. Beide mit einem Schuss, so gefällt mir das. So, haben wir die auch? Die Schweinebacken. Ich glaube, das waren jetzt auch wieder alle. Oh, und da war ein Stein. Es war nur ein Stein. Ein Backstein. So, gucken, ob wir hier noch was haben. Hier haben wir noch mal eine Dose. Ein bisschen HP. Aber hier ist soweit, glaube ich, nichts mehr. Waren wir in der Garage schon? Nein, da sind Teile. Ah doch, hier haben wir die Waffenkammer. Ein Bogen. Können wir aber nicht aufheben, weil wir schon einen Bogen haben. Also würden wir spätestens hier einen Bogen bekommen, wenn wir den einen auf seltsame Art und Weise übersehen sollten. Da vorne lag noch eine Flasche, genau. Okay, da müssen wir jetzt ein wenig über die Häuser klettern. Hier übers Brett. Übers Brett Pit? Ne, gar nicht wahr. Wir müssen da hinten hin. What? Das macht so viel Schaden? Alter. Are you fucking kidding me? Hier müssen wir rein, genau. Hier lang. Oh, mies. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Ja, komm dann. Hau rein, Ellie. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Sind noch mehr von diesen Klicker genannt? Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Vorsichtig. So, ich will hoffen, ich treffe den jetzt. Aber wenn die so in Trance stehen, dann kann man die eigentlich recht gut treffen. Na? Ja. So viel dazu. Ach, jetzt bewegen die sich eh wieder so viel. Oh man, wo bin ich so bad, Alter? Übel schlecht. Egal, knallen wir den so weg. Ciao. Oh Scheiße. Aber Munition. Die nehmen wir natürlich mit. Hier drüben! Zack. Ciao, Munition. Geil, hat hier aber so viel Muni geben. Wo kam der her? Da ist noch einer. Quatsch, Junge, in deinen scheiß Schädel, du Ficker. Wie weit ist das Bild? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Also mit der Schrotflinte, wie ich ja gesagt habe, mit der Schrotflinte trifft sogar ich. Okay, verstehe. Aber mit dem Bogen, übel. Also, wo ich das letzte Mal gespielt hatte, war das eher weniger das Problem. Ich meine, mit der Pistole an sich war ich immer ein bisschen scheiße. Aber ich finde das hier aber auch extrem schwer. Weil die bewegen sich so komisch und sind immer gebückt und schwanken. Und man braucht extrem viele Schuss, um, wenn man die nur in, wenn man nur auf den Körper ballert.
Und der Kopf, die wackeln mit dem Scheißschädel immer so durch die Gegend, dass es extrem schwer ist, sie zu treffen. Ich habe hier gerade irgendwo Munition. Da. Munition eingeblendet bekommen. Ist auch geil, eine Schrotflinte immer eben im Kinderzimmer zu haben. Neben dem Teddybär. Ja, und mit der Pistole war ich immer schon ein bisschen Okay, los, scheiße. los, Mit dem Bogen genauso. Habe ich ja gesagt. na los, na los, na Mit dem los! Bogen. Ich finde Bögen geil. In jedem Spiel. Aber in jedem Spiel bin ich voll kacke mit Bögen. Ich kann mit den Dingern übel schlecht umgehen. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Und ich sag Nein. mal, Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. mit dem Bogen, wenn man vernünftig mit dem Bogen schießen will, Komm, dann braucht Ellie. man halt Zeit. Naja, und ich meine, ich will ja natürlich mit dem Okay, Let's wir sind Play, sicher. ich sag mal, ich breche das jetzt nicht alles über das Knie, aber Keiner wurde gebissen, ja? Nein, alles klar. Alles ich okay. versuche mich ja Gehen wir trotzdem ein bisschen weiter. zu beeilen. Vor allen Dingen, sag ich mal, der zweite Grund ist, ich habe jetzt nur noch ein ganzes Wochenende, wo ich Last of Us durchhaben möchte. Denn dann kommt nämlich Battlefield 1 raus und da will ich mir dann meine volle Konzentration und volle Aufmerksamkeit nur auf Battlefield 1 legen erstmal. Und dementsprechend habe ich extrem spät noch mit The Last of Us angefangen, aber sonst hätte ich 2 Wochen nur Paragon machen müssen oder Paragon machen können. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber naja. So, wir gucken jetzt mal. Wir können hier nochmal unsere Waffe. Ne, Waffe können wir nicht verbessern. Wir haben keine Nahkampfwaffe. Dann bauen wir nochmal eine Bombe. Dann können wir hier wenigstens die Klingen wieder mitnehmen. Und ja, auf jeden Fall möchte ich deswegen dementsprechend dann das Last of Us schnell durchhaben. Hey Joel! Ja, Ja? wobei die Story natürlich im Hauptvordergrund steht. Die Story trotzdem noch gut rüberzubringen. Ja, da haben wir noch ein Messer. Wir haben für die auch Hilf wieder mir, 8 Kugeln. Hilf mir mal kurz. Nee. Erst will ich mich noch umschauen. Da haben wir Sprengstoffteile, Lumpen und Munition für das Gewehr. Das könnten wir eigentlich auch mal benutzen. Aber pack ich das da rein? Ich pack's da rein. Genau. So. Hier haben wir noch Pillen, auch im Kinderzimmer, ist geil. Oder Kinderschlafzimmer. Mehr oder weniger. Ist ja ein bisschen von beiden. Hier haben wir noch Tagebuch Hey, eines Jungen. hast du kurz Zeit? Lesen. 4. Oktober. Jetzt ist das offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also, mir passt das gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg. Zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. 6. O Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagte, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, dass Dad ein schlechtes Gewissen wegen gestern hat. Ach, wegen gestern. Gadget hat in einem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein. Rein hat ihn gestreichelt, geseufzt und sich wieder verschwunden. Naja, und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. Mein Gott. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört. Glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig. Also, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, er geflüstert, so etwas passiert derzeit öfter.
Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober. Da wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen würde, er werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. 17. Oktober. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Oh mein Gott, die haben einfach einen Hund ausgesetzt. Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Also, das war das. Jetzt können wir, glaube ich, die Dinger hier aufheben. Genau, da waren wir schon drin. Okay, dann können wir wieder runtergehen. Wie ging das jetzt nochmal? Nein. Irgendwie kann ich da jetzt noch zielen. Nein. Oh shit. Ich hab doch Zielfernrohr. Wie kann ich denn zielen? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Wie geht denn das? Scheiße hier. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Taschenlampe. Hä? Ne, das ist Boxen. Ah, X, genau. Okay, alles klar. Erstmal einmal leichte Verwirrung am Start. Ja, wie gesagt, es ist halt eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal so Last of Us gezockt habe. Und dementsprechend habe ich dann auch leichte Verwirrung. So. Jetzt sind wir fast an der Schule. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Ja, leise kann ich eigentlich ganz gut in dem Spiel. Schauen wir mal, wie das jetzt was wird hier. Wir versuchen uns erstmal hier die eine Hexe zu schnappen. Hier den Dude. Ich glaube, über den Zaun her können sie mich nicht sehen. Oh, hier sind zwei. So. Die Alte haben wir. Weg hier. Jetzt holen wir uns den hier. Ja, den haben wir auch. Ja, die waren easy. Jetzt wird ein bisschen tricky. Ja. War klar, dass die mich sieht. Jetzt kommen sie alle wieder. Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Ja, kein Problem. Kein Problem, Bill. Ich mach das. Ich geb der Alten hier. Ich geb der, was sie braucht. Komm her. Bam, Junge. Profiboxer. Quatsch. Wat, Alter. Wollte mir von hinten vor den Nacken an. Hier kriegst du eine Schelle. Ah, hat geklingelt in deinem Kopf. Mieses Stück. So, sind hier noch welche? Sieht nicht danach aus. Erstmal nachschauen, ob hier noch irgendwo Items liegen. Ja, also mit dem Leise hat nicht ganz funktioniert, aber hier bin ich auch wirklich noch nie durchgekommen. Leise, komplett. Irgendein so eine Arschbacke hat mich immer gesehen.